Hallöchen. Ich wurde schon so oft nach Headshot gefragt. Ich habe so viele Nachrichten verfasst, dass ich mir dachte, ich mache einfach ein Video über Headshot und generell noch kurz über Haare färben, damit all eure Fragen hoffentlich beantwortet sind in Zukunft. Wow. Ich habe mir nämlich gedacht, ich erzähle euch von den einzelnen Headshot-Farben jeweils immer was. So ziemlich darüber geht das Video. Wir starten einfach direkt, ohne viel Intro. Ich habe diese Farben schon sortiert nach dem Online-Shop von Headshot. Das heißt, wir gehen von Rot bis zu Unbunt. Ich werde euch übrigens immer ein Bild noch einblenden, wo ihr die Farbe noch an mir seht, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das dann aussieht. Angefangen, Hellfire Red. Diese Farbe habe ich jetzt leider nicht hier, weil ich Hellfire Red schon sehr lange nicht mehr benutzt habe. Ist ein relativ helles Rot. Es ist sehr beliebt. Ich glaube, das ist mit die beliebteste Farbe von Headshot. Und sie wäscht sich halt ins Pinke raus. Sie ist erstmal knallrot und wird dann halt pinker. Sie wird nicht pink. Nur pink her. Man muss die Haare halt definitiv vorher blondieren, aber sie müssen nicht so hell blondiert sein. Es ist nicht schlimm, wenn die Haare einen Orangestich haben, weil sie eh rot werden und rot überdeckt orange sehr gut. Ich würde dieser Farbe als Punktezahl 9 von 10 geben, weil sich dieses Rot bei meinen Haaren etwas schneller rauswäscht. Es ist aber bei anderen Leuten vielleicht anders. Jede Haarstruktur ist anders, das dürft ihr nicht vergessen. Und es kann mal passieren, dass ein Farbergebnis nicht so ist, wie man es sich erhofft hat. Dass ein Farbergebnis bei einer anderen Person vielleicht schöner ist als bei einem selbst. Liegt einfach an der Haarstruktur, kann passieren. Deswegen kriegt Hellfire Red 9 von 10, weil das eine sehr schöne Farbe ist, aber sich etwas schneller bei mir rauswäscht als andere Farben. Kommen wir zur zweiten roten Farbe und das ist Red Alert. Das ist mein persönlicher Favorit der roten Haarfarben. Red Alert ist ein Knallrot, wofür die Haare nicht so hell blondiert werden müssen. Auch ein Orangestich ist wieder kein Problem in den Haaren und es wäscht sich ins Orangene aus, im Gegensatz zum Hellfire Red. Ich gebe dieser Farbe 10 von 10, weil sie bei mir recht lange hält. Klar, Rot wäscht sich immer ein bisschen schneller raus als zum Beispiel Grün, aber trotzdem kriegt sie von mir 10 von 10, weil I like Red Alert. Als nächstes haben wir Bloodberry, auch ein sehr schönes dunkles Rot. Man könnte schon fast sagen ein Blutrot, wofür die Haare auch wieder nicht hell blondiert werden müssen. Ich mag diese Farbe sehr gerne, sie hat einen sehr, sehr schönen Farbton, ist aber sehr dunkel. Kriegt trotzdem von mir 10 von 10 Punkte, ich mag sie trotzdem. Die nächste Farbe wäre Peng Peng. Peng Peng habe ich aber noch nie ausprobiert. Trotzdem ist es ein sehr, sehr dunkles Rot. Es ist schon eher ein Weinrot. Ich kann leider keine Bewertung von mir aus abgeben, weil ich sie selber nicht getragen habe. Was ich aber von Bildern und so sehe, würde ich der Farbe auf jeden Fall auch eine hohe Punktzahl geben. Ich werde ihr jetzt aber keine Punktzahl geben. Ich möchte euch meine Erfahrungen erzählen und nicht die von anderen. Muss ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Vielleicht wird das meine nächste Farbe, mal sehen. Dann als letztes der Rottöne habe ich hier Captain Carrot. Das ist das Orange von Headshot. Und das ist ein sehr, sehr, sehr knalliges Orange. Das ist sehr schön. Die Haare müssen schon hell blondiert werden dafür. Orangestiche sind obviously gar kein Problem. Sollten sie aber trotzdem relativ hell sein und kein Grün oder so in den Haaren. Obwohl ich schon mal ein sehr helles Grün in den Haaren hatte, habe dieses Orange drüber gefärbt und muss sagen, ich habe es geschafft, meine Haare orange zu kriegen damit, obwohl ich ein helles Grün darunter hatte. Also eins muss ich sagen, Headshot deckt sehr gut. Kommen wir zu den pinken Haarfarben. Angefangen mit meinem All-Time-Favorite von allen Headshot-Haarfarben, Pink Elephant. Deckt unglaublich gut. Es ist ein sehr kräftiges, mitteldunkles Pink, was auf nicht so hell blondierten Haar drauf gefärbt werden muss, kann, whatever. Und ich würde definitiv eine 11 von 10 geben, weil diese Farbe einfach der Burner ist. Ich empfehle jeden Pink Elephant, jeder, der pinke Haare haben möchte, nimmt das. Es hält Ewigkeiten. Also bei mir, ich mache Pink Elephant drauf und es hält bei mir locker 2,5-3 Monate. Wenn es sich halt auswäscht, wird es halt pastellrosa. Es ist total schön. Kann ich nur empfehlen. Generell alle Headshot-Haarfarben waschen sich sehr, sehr schön aus. Die nächste Farbe ist Bizarre Burgundy. Diese Farbe ist halt
so ein sehr dunkles Pink-Rot. Ich würde schon eher sagen, so ein Bordeaux. Und die Haare müssen definitiv nicht hell dafür blondiert sein. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich gebe ihr auf jeden Fall 10 von 10. Als nächstes haben wir hier Panic Pink. Panic Pink ist ein sehr, sehr, sehr helles Pink. Dafür müssen die Haare auch sehr hell blondiert sein. Wie man schon sieht, so wie die Farbe hier in dieser Flasche aussieht, so sieht es dann auch auf den Haaren aus. Es darf auf gar keinen Fall ein Orangestich da bleiben, weil es halt so hell ist. Ich gebe dieser Farbe 8 von 10. Es ist eine sehr schöne Farbe, allerdings wäscht sie sich bei mir echt schnell raus. Ich kenne Leute, da hält diese Farbe ultra lange. Bei mir jetzt nicht so, deswegen persönlich 8 von 10. Aber die Farbe ist sehr, sehr schön. Als letzten Pinkton haben wir Pink's Not Dead. Das ist ein relativ neuer Farbton. Ein Pastellrosa. Dafür müssen die Haare weißblond blondiert sein vorher. Es wird wirklich sehr pastellig. Also diese Farbe, die hier drin ist, wird noch heller. Man kann sich eher an dieser Farbe von dem Etikett orientieren. Ich finde sie sehr schön als Pastellrosa, einfach perfekt, weil sie noch so einen leichten Graustich drin hat. Mag ich sehr gerne. Ich gebe dieser Farbe 9 von 10. Es ist halt Pastell. Ihr dürft nicht erwarten, dass es knallig ist. Und es wäscht sich auch etwas schneller. Ich würde sagen, so wie Hellfire Red. So, es hält schon seine paar Wochen, aber wäscht sich schneller raus als andere Sachen. Ist aber halt auch ein Pastellton. Kommen wir zu den blauen Haarfarben. Mein all-time blaue Haarfarben-Favorite ist Lucifer. Ich empfehle auch jeden, der blaue Haare hat, immer Lucifer. Ist auch relativ neu und es ist ein sehr knalliges, mittelblaues Blau. Mittelblaues Blau. So ein Königsblau. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Die Haare müssen dafür schon hell blondiert sein und es ist wichtig, dass kein Orangestich da ist. Wenn ein Orangestich da ist, könnte diese Farbe grünlich werden, denn Orange und Blau könnte grün werden. Dementsprechend achtet darauf, dass ihr euren Orange- oder Gelbstich wegkriegt. Ich würde dieser Farbe auf jeden Fall 11 von 10 geben. Großer, großer Fan. Als nächstes haben wir hier Disaster Blue. Das ist eine sehr alte Farbe von Hedgehog. Ich muss sagen, ich finde sie eigentlich ganz nice. Sie hat ein sehr schönes, eher ein helleres Mittelblau. Die Haare müssen schon sehr hell dafür gebleicht werden. Und auch wirklich darauf achten, keine Orangestiche, keine Gelbstiche. Sehr, sehr wichtig. Ich würde der Farbe trotzdem nur 8 von 10 Punkten geben. Weil sie mir zu durchsichtig ist, zu hell. Bei meinen Haaren hält sie sich halt nicht so gut. Bei anderen Leuten sieht sie aber, wie gesagt, also wieder auch unglaublich gut aus. Bei mir nicht ganz so gut. Deswegen bin ich sehr froh, dass Lucifer rauskam. Die nächste Farbe wäre Banzai Blue, aber die habe ich nicht hier. Die habe ich auch noch nie genutzt. Das ist ein sehr, 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 sehr helles Blau. Das ist schon eher so ein Pastellblau. Die Haare müssen dafür auch weiß-blond blondiert werden. Gar keine Rückstände von irgendwelchen Gelbstichen. Ist halt wie Pink's Not Dead. Ist einfach eine Pastellfarbe. Ich habe Bilder gesehen. Sieht schick aus. Ich weiß leider nicht, wie lange sie hält. Deswegen müsst ihr das dann selber ausprobieren, wenn ihr die nutzen wollt. Als letzten Blauton, der mittlerweile zu den Blautönen gehört, Fuck You, I'm Magic. Diese Farbe ist halt ein Blau mit einem lila Ton. Das heißt, es ist ein Violettton. Das ist das ehemalige Violent Violet. Der Farbton ist unglaublich schön. Ich gebe der Farbe auch 9 von 10 Punkten. Kommen wir zu den lila Farben. Lila hat Hedgehog leider nur 2 Haarfarben. Ich hoffe auf mehr. Ein großer Favorit ist Psycho Purple. Definitiv eine 9 von 10, sage ich jetzt schon. Weil das ein sehr, sehr schönes, sattes Lila ist. Was aber noch einen hohen Blauanteil hat, deswegen ein Punkt weniger. Aber wenn ich so ein Lila wie hier in den Spitzen in meinen Haaren haben möchte, dann packe ich einfach ein bisschen Pink Elephant dazu und habe das perfekte Lila. Die Haare müssen dafür schon was heller blondiert werden. Es ist eine sehr warme Farbe. Gut an Hedgehog ist, man kann diese Farben sehr, sehr, sehr gut miteinander mischen. Es gibt Leute, habe ich jetzt letztens gesehen, die haben Red Alert mit Lucifer gemischt und haben auch ein geiles Lila rausbekommen. Experimentiert einfach mal rum. Die zweite Lila-Farbe ist Lala Lila. Das ist auch noch ein relativ neuerer Ton. Das ist nämlich ein Pastell-Lila. Gleiche wie Pink's Not Dead und Banzai Blue. Es muss sehr, sehr, sehr hellblond bzw. weißblond blondiert werden die Haare. Das ist auch eine meiner Lieblingsfarben von Hedgehog. Gib ihr auf jeden Fall 10 von 10, weil es ist der perfekte Pastell-Lila-Ton. I like it, but, but. Kommen wir zu den grünen Haarfarben. Angefangen mit Toxic Absinthe. Das ist das Dunkelgrün. Es ist sehr blaustichig tatsächlich noch. Es wäscht sich auch blau raus. Ich, wenn ich diese benutze, mische gerne noch etwas Danger Danger rein. Dazu komme ich gleich. Um das noch etwas grüner zu machen. Deswegen kriegt die Farbe nur 8 von 10 Punkten, weil sie halt so blaustichig ist. Sie ist sehr dunkel, da die Haare müssen auf gar keinen Fall hell blondiert werden dafür. Sie müssen halt nur ein bisschen blondiert sein.
Geht aber auch so übers Haar, hält nur länger, wenn es blondiert ist. Es darf kein Ohrenstich da sein. Das wird dann so komisch bräunlich. Mischt bitte niemals grüne Haarfarbe auf eure orangenen Haare. Das ist. Ich habe es auch schon gemacht. Es ging gut, aber es kann halt auch daneben gehen. Auf jeden Fall 8 von 10, weil das sind so Blaustich. Grigle Green, ein All-Time-Favorite der grünen Haarfarbe von der Headshot-Community. Ist ein Grasgrün, ein helles Grasgrün. Sehr, sehr schön. Man könnte es schon fast vergleichen mit der Knospe von dieser Samen. Die Haare müssen sehr hell blondiert werden dafür und gar keine Orangenstiche. Da ist die Gefahr sehr hoch, dass es komisch werden könnte. Ich gebe dieser Farbe 9 von 10, weil sie mir ein bisschen zu wenig Neon ist. Für das, was sie sein soll, ist sie sehr gut. Da würde ich sogar 10 von 10 sagen. Ich bin aber eher ein Fan von Danger Danger. Das ist nämlich ein sehr knalliges Grün, ein Neongrün schon fast, mit einem hohen Gelbanteil. Deswegen knallt dieses Grün sehr stark, was ich lieber mag. Und ich gebe dieser Farbe safe 11 von 10, weil es einer meiner Top 3 Headshot-Farben sind. Die Haare müssen sehr, sehr hell blondiert werden dafür und keine Orangenstiche wieder sein. Die einzige türkise Haarfarbe, die Headshot hat, ist Turquoise Terror. Sag ich das richtig gesagt? Turquoise Terror. Es ist noch relativ blaustichig. Ich gebe ihr trotzdem 10 von 10, weil es halt ein sehr schönes Türkis ist. Man darf keine Orange- oder Gelbstiche in den Haaren haben. Man muss es relativ hell blondieren. Wenn man einen Gelbstich hat in den Haaren, könnte es etwas grüner werden. Also ein grüneres Türkis. Ich bin auch eher ein Fan von grüneren Türkis. Deswegen mische ich immer noch ein bisschen Danger Danger rein. Die einzige gelbe Haarfarbe, die Headshot hat. Warum sollte man auch mehrere haben, außer vielleicht noch ein Neongelb? Yippie, yellow. Und ich habe diese Farbe nur in diesem Glas, weil ich die damals als Prototyp schon bekommen habe, bevor die überhaupt abgefüllt wurde. Und das Glas war halt so voll, dass ich halt nicht mehr brauchte. Yippie, yellow ist ein sehr, sehr knalliges Sonnengelb. Die Haare müssen sehr hell blondiert werden dafür. I like it very much. Und deswegen würde ich auch diesem Gelb 10 von 10 geben, weil es halt richtig gut ist. Man sollte aber keine Rot- oder Orangestiche in den Haaren haben, weil es dann halt nicht mehr so sattgelb wird. Kommen wir nun zu den letzten drei Farben, und zwar die unbunten Farben von Headshot. Denn Headshot hat auch ein Schwarz und das heißt Blackout. Das Ding dabei ist, es ist keine Farbe wie die meisten Schwarzfarben in DM oder Rossmann oder dergleichen. Das sind dauerhafte Farben. Das hier ist eine Tönung. Das heißt, sie geht nach einer Zeit wieder raus. Wenn man natürlich das möchte, wenn man nämlich nur für eine Zeit lang ein bisschen schwarz haben möchte, ist dann natürlich perfekt, weil man dann nicht mehr so krass blondieren muss, wenn man wieder auf andere Farben möchte. Wenn man aber eine dauerhafte schwarze Haarfarbe möchte, ist das natürlich kostenspieliger, weil man öfter nachfärben muss. Ich gebe dem 9 von 10. Es ist ein sehr schönes Schwarz. Es deckt sehr gut. Die Haare müssen auf gar keinen Fall blondiert werden dafür. Am besten Fall gar nicht, weil es sonst halt heller werden könnte. Dann hat Headshot Gray Skull. Das ist das Grau. Es ist aber ein sehr, sehr helles Grau, schon eher ein Silber. Man darf nicht erwarten, dass man ein schönes, dunkles, mattes Grau damit erzielt, sondern es ist wirklich ein helles Silber. Ich habe es halt gerne kombiniert mit dem Lala Lila, wo ich oben lila hatte, unten grau. Die Haare müssen weißblond blondiert werden davor und dürfen auf gar keinen Fall einen Gelbstich haben, sonst werden die Haare grün. Ich gebe der Farbe 8 von 10. Sie ist halt eher Silber als Grau. Ich hoffe, es kommt noch ein schönes Grau raus. Aber für das, was sie kann, ist sie echt gut. Sie wäscht sich auch ungefähr so schnell raus wie Hellfire Red bei mir. Also etwas schneller, so nach so 2,5, 3 Wochen schon. Also nee, kann man bei mir nicht sagen, weil ich wasche meine Haare nur einmal die Woche. So nach 5, 6, 7 Haarwäschen geht sie halt schon raus. Langsam. Aber sie geht nicht komplett raus. Das letzte, was Headshot hat, ist keine Farbe. Es ist die Matrix Colorbase. Sie ist fast leer, wie man hier sieht. Das ist keine weiße Farbe. Das ist ein Mischobjekt. Eine Base, womit man sich jede Headshot-Haarfarbe zu Pastellhaarfarbe mischen kann. Viele Leute benutzen Spülung zu mischen. Ich bin der Meinung, dass Spülung totaler Quatsch ist, weil Spülung die Haare verschließt, weshalb die so weich dann sind und die Farbe sich gar nicht richtig reinsetzen kann, weil die Haare im gleichen Moment, wo sie bepinselt werden, schon wieder verschlossen werden. Haare aber auf, also die Haarstruktur eher offen sein soll, damit die Haarfarbe sich reinsetzen kann und einwirken kann. Dafür ist die Matrix Color Base halt perfekt, um diese helleren Töne zu mischen, damit man auch mehr davon hat. Gibt den hier 10 von 10. Das war's zu den Headshots
Stichwort Haarfarben. Jetzt möchte ich euch noch kurz einige Tipps geben zum Blondieren, die ich in den letzten 16 Jahren Haare färben so angereichert hat an Informationen. Da geht es mir erstmal um das Blondieren. Mich fragen sehr viele Leute, wie man richtig blondiert. Wenn ihr eure Haarfarbe raushaben wollt, empfehle ich euch immer erst, die Haarfarbe zu entziehen mit Hausmitteln. Ich habe dazu ein YouTube-Video gemacht, ich habe dazu ein TikTok gemacht. Ich sage es euch gerne jetzt nochmal. Man mischt Anti-Schuppen-Shampoo mit Tiefenreinigungs-Shampoo, etwas Olivenöl und Zitrone und tut das in die Haare, lässt das 30 Minuten einwirken und wäscht das aus. Und das macht man halt ein paar Mal. Dadurch entzieht man schon sehr viel Haarfarbe. Wenn man mit Headshot färbt, deckt die Haarfarbe sehr, sehr, sehr gut. Ich hatte ein sehr helles Blau unter dieser Haarfarbe und man sieht nichts davon. Dann niemals höher als 7,5%ige Blondierung. Wenn du keine Ahnung hast, wie man halt mit Friseurblondierung mischt, dann nutz auf jeden Fall die von DM. Klar, die sind jetzt vielleicht nicht so viel besser und kosten im Endeffekt mehr. Wenn du nicht so die Ahnung davon hast, nimm lieber sowas, weil da hast du die perfekte Menge, das perfekte Mischverhältnis. Du kannst keine Fehler machen damit. Wenn du aber Ahnung hast, würde ich natürlich Friseurblondierung immer empfehlen. Es kann immer ein Orangestich entstehen. Es kann auch immer ein Gelbstich entstehen. So, werdet nicht verrückt, wenn ihr euch die Haare färbt und die werden orange. Ihr könnt die einfach nochmal blondieren, aber lasst ein paar Tage Zeit dazwischen, damit sich die Haare ein bisschen ja, entspannen können und nicht so mega strapaziert werden. Färbt euch, also blondiert euch nicht dreimal am Tag die Haare. Ihr solltet immer aufpassen beim Blondieren, wie weit sind meine Haare? Sind sie schon hell? Wenn da auf der Packungsbeilage steht 40 Minuten und die Haare sind nach 20 Minuten schon total hell, dann wascht es aus. Das ist dann total unsinnig, die dann noch 20 Minuten länger drin zu lassen, weil Blondierung wirkt immer weiter. Das ist nicht die Tönung, die dann irgendwann aufhört. Lass sie auf gar keinen Fall zu lange drin. Ich würde niemals länger als eine Stunde die Blondierung drin lassen. Ich lasse Blondierung bei mir in meinen Haaren 20 Minuten drin. Lieber blondiere ich zweimal, als sie einmal zu lange drin zu lassen. Sie darf nicht in die Augen kommen. Wenn die Blondierung in die Augen kommt, also müsst ihr sofort eure Augen ausspülen. Das ist total wichtig. Und am besten tragt ihr auch Handschuhe, weil sie halt ätzend an der Haut wirken kann. Am besten sind wiederverwendbare Handschuhe, weil Save the Turtles. Am besten ist, wenn man die Haare startet am Ansatz zu blondieren, also hier zu blondieren, dann eine Strähne rüber, dann wieder zu blondieren, wieder eine Strähne rüber. Dann als letzten Tipp kann ich euch wirklich sagen, benutzt Öl und Kuren. Ich habe mal ein Video zu Haarprodukten gemacht, die ich nutze. Ich bin ein großer Fan von Kokosöl, von Argenöl, Macadamia, Hanföl, Keratinöl, Haarkuren benutze ich gerne. So, jetzt noch kurz ein paar Tipps zum Färben an sich. Und zwar How to Färben mit Headshot. Macht euch Vaseline oder Melkfett um die Ohren und auf der Haut, weil dann färbt ihr euch nicht so die Haut ein. Falls doch, mit Micellenwasser geht das oder Asche geht es auch perfekt weg. Dann macht es ins trockene Haar, auch wenn da steht, macht es ins nasse Haar. Macht sie ins trockene Haar, glaubt mir, trust me. Falls ihr die Haare färbt und das Farbe Ergebnis ist nicht so hundertprozentig, wie ihr es gewollt habt. Färbt nochmal drüber, dann sollte es eigentlich funktionieren. Manchmal muss auch ich zweimal färben. Manchmal haben die Haare halt nicht so Bock oder man hat noch Reste von irgendwelchen Haarprodukten in den Haaren. Deswegen sollte man sich auch eigentlich die Haare vorher waschen. Mache ich jetzt nicht so oft. Es ist wichtig, die Haarfarbe vernünftig einzumassieren. Es steht 30 Minuten Einwirkzeit da. Ich lasse meine Haare mindestens 1 bis 2 Stunden einwirken. Ich spiele immer so 2-3 Runden League of Legends. Lass sie lang genug einwirken und mit kaltem Wasser auswaschen. Kaltes Wasser ist erstens besser für die Haare und zweitens öffnen sich die Haarstruktur nicht so sehr, deswegen entfliegt nicht so viel Haarfarbe. Ich empfehle, die Haare halt auszuwaschen. Ohne Shampoo auf jeden Fall. Aber trotzdem eine Kur benutzen, das ist ganz wichtig. Ja, und ich föhne die Haare danach nicht, weil Föhnen halt schlecht für die Haare ist. Hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Und falls ihr noch Fragen habt zum Thema richtig Haare waschen, habe ich da auch ein YouTube-Video gemacht für euch. Verlinke ich euch hier oben irgendwo. Ich glaube, mit diesen Tipps kommt ihr relativ gut klar. Ich hoffe, ich habe alles beantwortet zum Thema Headshot-Farben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Haarefärben. Falls ihr doch noch Fragen haben solltet, dann fragt mich ruhig gerne. Deswegen wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Kuss. Geht raus an euch alle.